Hallo und herzlich willkommen hier beim Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind das Lohnunternehmen Austria Agrar und wünschen euch viel Spaß mit unserem Video. Mit dabei unser Wiesel. Moin. Agrarökonom. Servus. Ubiwan Cannabis. Moin, moin. Meine Wenigkeit, der Austria Farmer. Und irgendwo ist auch noch unser Till. Ja, wir stehen hier momentan auf Feld 19. Das Kraut ist fast geschlagen. Geerntet haben wir auch schon so die Hälfte weg. Wir machen das hier noch fertig und dann wollen wir das Ganze doch mal einlagern. Auf geht's! Schaut auf jeden Fall schon mal sehr nett aus hier. Und komisch, überall sieht man hier an den Bahngleisen die Bäume liegen. Wie kommt das bloß? Wie kommt das bloß? Das Opi schlägt sich durch. Das Opi schlägt sich durch. Ah ja. Aber du müsstest mal mit deinem Krautschläger hier an den Anhänger ranfahren. Jawohl. Und den mal wegbringen. Ah, hast du voll gemacht? Habe voll. Habe voll. Gut. Ja, da lasse ich doch glatt schon mal ein paar Rüben stehen. Das zweite Mal in unserem Let's Play, dass wir was einlagern. Erst war es unser Weizen und jetzt kommen unsere Rüben. Bald sind ja auch unsere Sojabohnen dran. Ja, die kommen ja auch noch. Und der Raps. Und der Raps, genau. Weil irgendwann wird definitiv mal eine große Nachfrage kommen. Hoffentlich. Ach guck mal, ich brauche ja gar nicht so weit fahren. Ja. Obi-Wan, du bist absolut Wahnsinn, weißt du das? Wieso? Ja, hier wo ich gerade bin, ich kann kaum rangieren, so wirklich ist das. Und dabei mache ich nur die Großen weg, die Kleinen da so stehen. Ja, ich weiß, wären die Kleinen weg, hätte ich ja nicht das Problem. ich kann den Zug hier nicht hinstellen. Beladen. Ich weiß, ich muss ein bisschen fahren. Ja, schaffe Häusle baue. Ah, Zuckerrüben wird hier nicht angenommen. Gut. Dann muss ich ja doch mal einmal hinten rumfahren da. Ja, dann beeile ich. Ich hab schon wieder 82%. Eieiei, hetz mich doch nicht so. Ich hab noch gar nicht angefangen zu hetzen. Hetz den Arm. Ja, ich muss hier einmal kreuz und quer durchfahren. Nein, ich sollte den ersten Waggon nicht entladen. Also, Höhe. Oh, ich sehe da ein OP unten an der Bahnstrecke. Hab dich gesehen. Die KI. Bitte? Ich hab grad mit dem Baum gewunken, hast du gesehen? Ja. Moment, mit dem Baum winken, ganz schlechtes Zeichen. Also der wirft nicht nur Holzstücke nach dir, sondern der wirft gleich ganze Bäume nach dir. Ja, schöne Grüße von Popeye. Mhm. So, das auskippen. Kann so sein. Ach, auskippen ist jetzt I. Och, Mann. Ja. Kann nicht sein, bei mir ist das Q. Nee, ankuppeln ist Q. Ja, hat sich das umgelegt. Ja, oh, ist tot. Ich kann sogar hinten und mich umdrehen und rückwärts rausgucken. Nö, nicht am scheiß Baum hängen bleiben. Ich hab doch eh keinen Platz hier. Ah, oh, jetzt. So. Auskippen ist I. Ja, komm. Soll ich den scheiß Zug hinstellen? Ja, das finde ich doch mal ein geiles Feature, dass du dich einmal komplett umdrehen kannst und rausgucken. Gefällt mir. Könntest du doch im 15 auch, oder? Ja, einmal dich drehen, ja.
Echt? Ja, du hast zwar noch nichts gesehen, aber okay. Aber du konntest das. Oh, hab ich aber scheinbar nie gemacht dann. Ja. Bin sogar schon im 8er sich einmal komplett im Kreis drehen. Hat nur nicht viel gebracht, weil Pixel war Pixel. So, bin schon wieder auf dem Rückweg. Aber dass die Fahrspuren doch ein bisschen länger bleiben, finde ich auch interessant. So, rechts rum. Ja, fahre ich da lang. Also Björn, wenn ich das richtig sehe, komme ich gerade erst an die richtige Stelle zum Sägen. Oh nee. Ja, da findest du nur nicht mehr allzu viele Größe. Doch, finde da, weil wir waren erst auf der anderen Seite. Also ich weiß, dass ich den ersten Anhänger nicht mehr beladen kann. Der ist voll. Warte, ich sehe immer noch so viele Bäume hier liegen. Gib mir einen Ponzer und die Karte kriegt einen Kahlschlag. Was nicht gerade passiert? Ja, ich sehe schon. Ja, gut. Also alle Bäume über 30 Meter sind weg. Oh. Ja, die ganzen großen sind schon mal dezimiert worden. Jetzt muss ich den Zug bewegen. Ja, jetzt komme ich nicht drum auf. Ich sollte vielleicht die Spanngurt rüberziehen. Besser ist das. Ganzen Baumstämme bewegen sich erstmal nach hinten. Aber es ist schon jetzt schön ordentlich. Oh, da die Spannboote runternehmen. Na komm, Synchronfahrt hier. Ja, schon ist es aus mit Synchron. Ja, bist du auch wieder ein paar schneller. Zack. Weil sonst hast du die nächste Bahn nicht frei. Nein. Das wäre irgendwie kontraproduktiv. Ja. Oh, wo kann ich denn hier am besten laden? Ach, geht sich genau nicht aus. Na gut. Objekt zu schwer, na ja, schön. Egal, ob das Objekt zu schwer ist. Ja, aus dem Weg. Man sollte beim Fahren auch nach vorne schauen, ne? Nicht unbedingt. Erleichtert das Ganze aber ungemein. So, die letzten drei Rüben auch noch hier und den... Dicke zwischen. So, habe fertig. Wie war das? Man konnte die anderen Felder nicht räubern? Konnte sie nicht räubern, leider. Wäre zu schön gewesen. Hab's vorhin auch nochmal getestet. Dieses Feld gehört dir nicht. Also der Aufräumdruck, der tut mir irgendwie ein bisschen leid. Hier liegen so viele Baumstämme am Rand. Noch?
Also so kleinere. So Häckseln. Also hier auf Höhe des Wasserturms liegen 20 kleine Stämme. Okay. Da den ganzen Weg entlang liegen 50 oder sowas. Oh ja, ist ja nur Peanuts. Ja. Den scheiß Stamm auf. So, ausgeleert, weiter geht's. Was passiert, wenn wir die KI mal ein bisschen anschieben? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Die wirst du nicht anschieben, die werden dich höchstens ausbremsen. Ja, stehende Betonklötze oder sowas. Ganz schlimm mit den Dingern. Aber ich könnte ja mal probieren, wenn ich die KI rausnehme und dann wieder reinnehme. Ob sie dann immer noch da stehen? Keine Ahnung. Uiuiuiuiui. So, bin schon wieder da. Tauschen wir gleich mal. Weil dann nehme ich nämlich deinen Traktor mit. Na, wo hast du die zugerüben hin? Hinten zum Bahnhof. Okay. Einfach da ins reinfahren in die Halle. Weil dann nehme ich jetzt nämlich den hier schon mal mit. Und verkauft das Ganze mal. Beziehungsweise löse mal unseren Mietvertrag auf. Für den Valtra? Fürs Rübenzeug. Okay. Für das Rübenzeug. Ja, den Valtra könnt ihr eigentlich auch mit auflösen. Ja, aber dann müsstest du den Häcksler mitnehmen. Können wir nicht häcksen. Achso, gut. Naja, gut. Ich sag mal so, unser Server läuft ja nicht weiter. Da müssen wir nur dran denken, dass der geleast ist. Jo. Aber du könntest rein theoretisch, wenn du vom Shop zurückkommst, noch ein
Krüger mitbringen, ja, so ein Akkuliner. Ein Akkuliner möchte er. Ja. Ein Akkuliner, aber dann das wird schwierig. Wieso? Ich habe nur noch 2000 Euro auf der Uhr. Ja, okay. Ich glaube, da kriegen wir nicht viel. Na gut, gucken wir mal. Wenn ich das zurückgebe, kriegen wir ja auch nichts. Wenn ich jemanden hätte, der mir hilft beim Laden, dann hättest du zwei Anhänger voll Holz. Ich schau gleich mal. Wobei hier die Stelle ein bisschen scheiße ist zu beide arbeiten. Weißt du, was ich meine mit eng? Ja. Wo soll ich hier bitte sonst den Zug hinstellen? Ja, gute Frage, ne? Du kannst das Ding aber auch nicht kaufen, ne? Was? Wenn du jetzt was gemietet hast. Dass du sagst, okay, ich habe das Ding erst gemietet und möchte das dann kaufen. Nee, das musst du dann noch mal extra machen. Weil sonst wäre es ja schon, sonst würde es ja günstiger werden, eventuell. Nein. Glaubst du an den Weihnachtsmann? Nö. Es gibt hier nichts wie ein, nicht sowas wie ein Vorführgerät. Schade eigentlich, das wäre doch noch mal was. Können wir mal vorschlagen. So, ich gucke jetzt mal eben kurz rein. Kipper. Du wolltest haben, was wolltest du haben? Akroliner, Krüger. Akroliner. Akroliner. Na, ganz toll. Was denn? Ach ne, hat sie. Hat sie gefangen. Ich hab euch gleich, ich hab euch gleich. Sechs. Nicht genügend Geld, okay. Ja, dann kannst du gleich zum Shop zurückfahren. Sobald du am Bahnhof bist, kannst du zum Shop fahren. Ja, guck mal auf der Karte. Ja, du bist kurz vorm Bahnhof. Mann, das wäre hier eigentlich noch so eine Arbeit für 10 Stunden, glaube ich. Wahnsinn. Also, wenn wir jetzt noch 970 Euro kriegen könnten. Ach, warte, vielleicht klappt das. Moment. Kannst du vielleicht einen Unterstand verkaufen? Nee. Finanzen. Ja, nein, ach so. Nee, wir können nichts leihen mehr. Wir sind am Limit. Achso, da liegt übrigens einer auf dem Weg. Gut, ich lasse den Waltra mal kurz hier stehen. Sich hier hochmüht. Der Anhänger ist auch schon fast voll. Mhm. Mal ein paar Stämme. Komm mal zu euch gelaufen. So, macht das.
Dann lasse ich schon die dünnen extra liegen. Alles schon aufgeräumt hier. Ja, unser Till steht immer noch da. Also viel passt wirklich nicht mehr drauf. Ich denke mal, nach dem Haufen ist rum. Da kommt unser Schäfer angelaufen. Ja, hab euch gefunden. Bitte. Ach, da ist der Zug. Ah. Naja, wer kann, der kann, ne? Gleich zwei auf einmal. User joined your channel. Oh, bin wieder da. Jo. So, du bist wieder da und wir sind raus. Okay. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da oder schreibt einen Kommentar unter das Video. In diesem Sinne, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Lohnunternehmen Austria Agrar.